Okay, wir sind nicht mehr unsichtbar. Ich werde wahrscheinlich mit dem Combat Robot Mod später ein bisschen herumforschen. Ah, das scheint nicht so gut zu funktionieren. Ich habe zu viele andere Mods drinnen. Ha, wo kommen diese ganzen Punkte her? Krass. Okay, was wollte ich mir anschauen? Constitution, ganz aufi. Das heißt, Lernpunkte habe ich auch bekommen. Einen. Das heißt, ich habe irgendwann mal. Ich komme nicht mal Richtung 80. Ja, das hat nicht viel gemacht. Ich habe meine Alprüstungen noch. Die sind nicht weggegangen. Die habe ich drin lassen, das Mod. Das heißt, ich kann noch immer Alp sein. Das schaut falsch aus. Das schaut falsch aus. Solchen flauschigen Arsch. Das schaut so falsch aus. Wir lassen es. Also die Sachen habe ich noch immer. Sie? Wo ist Frost Resistance? Ich brauche mehr Frost Resistance, damit ich die Hülle nochmal erkunden kann. Das brauche ich. Frost Resistance hier. Okay. Mache ich das zuerst? Ich mache zuerst. Verdammt, ist egal. Ich mache das zuerst. Ich erkunde die Höhle noch einmal. Ich schätze, hier passen wir besser auf. Ja, hier haben wir einen fetter Kampfroboter vor uns herumlauert. Ich will da noch mal reinschauen. Mich durchkämpfen. Ich kümmere mich darum. Ab hier, ab hier. Okay. Und jetzt erst alles ausrüsten, was ich brauche. Ich will da noch mal reinschauen. Mir kommt vor dieser Höhle, muss es gewesen sein. Kann nicht sein, dass ich wirklich nichts finde. Da haben wir Resistenz Frost. Wärmende Suppen haben wir hier. Ansonsten, ich glaube nicht, dass wir irgendwelche Anti-Eis-Sachen haben. Feuer. Schnell speichern. Okay. Oh, probieren wir es nochmal. Ich warte hier. Falscher gemacht. Irgendwo sollte ein Beutel rumliegen. Sieht recht verdammt. Ah, oh. Oh, verdammt. Ist auch nicht das Richtige. Gibt's ja nicht. Schaut schlecht aus. Schaut schlecht aus, dass sie das für uns haben. Ah. Ah. Verdammt. Okay. Hilft nichts. Dann hilft's nichts. Was soll's so? Dann gehen wir halt zu den Separatisten. Ah, ich will das Exaturen-Rüstung. Hey, Myra. Das ist Kaias Gesicht. Ah, sollte mich nicht wundern. Die Waffe schaut cool aus am Rücken. Verdammt. Keine Elixatoren-Rüstung für mich. Hup, mup. War Deck? Nein, steht aber noch immer in der Ecke. Wer von euch hat es geschafft, meinen Vater von eurer Sache zu überzeugen? Niemand. Vadek hat unseren Weg gewählt, weil er es wollte. Auch du wirst hoffentlich noch erkennen, was für unser Volk das Beste ist. Und da ich Elex 2 schon gespielt habe? Nein, diese Option gibt es nicht. Ich werde den Eispalast angreifen. Du hast Großes vollbracht. Was meine Agenten mir über deine Fortschritte berichten, ist beeindruckend. Doch wie steht es um deine Gesinnung? Was meinst du?
Nach dem, was ich so höre, scheinst du dir noch nicht sicher zu sein, für welche Seite du dich entscheiden wirst. Kämpfst du nun gegen den Hybriden? Oder ist dein Beweggrund immer nur noch deine Rache an den Elexitoren? Ich bin auf der Seite der Menschen. Sie sind es, die schon seit Jahren ausgebeutet werden. Das muss endlich aufhören. Ah ja, interessant. Doch wie steht es um den Hybriden? Wirst du nun zulassen, dass er weiterhin die Geschicke der Alps kontrolliert oder nicht? Denn bedenke, wir werden nur an deiner Seite stehen, wenn du auch unsere Interessen vertrittst. Andernfalls wirst du die Konsequenzen tragen müssen. Oho. Der Hybrid muss weg. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Nun gut. So könnten wir eine reelle Chance gegen unsere Widersacher im Eispalast haben. Wir sind dabei. Doch muss ich erst noch einige Vorkehrungen treffen. Wir sehen uns in Xarkor, Jax. Der Sieg wird unser sein. Aber nun beeile dich und erledige deine letzten Aufgaben. Die Zeit rennt. Tick, tack, tick, tack. Ja, so es würde mir... Er hat mir gesagt, was er von mir hören will. Zum zweiten Mal. Ach, verdammt. Ich kümmere mich darum. Oh. Oh. Jämmerlichst. Jämmerlichst. Okay, Karlax. Karlax! Wo ist Karlax? War da nicht noch eine Mission, wo ich Karlax töte? So, dann mit Karlax, hier ist es. Karlax! Mal schauen, ob ich bereit bin dafür. Einen Eintopf noch und dann wird's schon gehen. Sind die Asteln laut. Ich weiß, dass du hier bist. Zeige dich endlich, damit wir es zu Ende bringen können. Du stehst da unten wie auf dem Präsentierteller. Wo ist deine strategische Raffinesse geblieben, die dich so mächtig gemacht hatte? Er hat den High Ground. Wie verwundbar dich doch deine Gefühle gemacht haben. Wie berechenbar ist dein Erscheinen hier an dem Ort. Ein Wort von mir und du bist hier. So. Du kennst also unsere gemeinsame Vergangenheit. Vardek hätte besser schweigen sollen. Das ist nur noch ein weiterer Grund, dich aus dem Weg räumen zu müssen. Die Gelegenheit werde ich dir noch früh genug geben, Bruder. Beantworte mir meine Fragen, bevor du deine Pflichten erledigst. Du hast Fragen? Das ist ebenfalls etwas Neues an dir. Auch eine der Nebenwirkungen deines Lebens als Landstreicher in den Ländern der freien Menschen. Aber wie du willst. Stelle deine Fragen. Du wirst nicht mehr viel Zeit haben, um einen Nutzen aus ihnen zu ziehen. Okay, Mr. James Bond will. Wie lange weißt du schon, dass wir die Kinder von Berserkern sind? Du warst damals noch zu klein, um dich daran zu erinnern. Ich allerdings habe noch die Gesichter meiner Eltern vor Augen. Eine Vergangenheit, die aber heute keine Bedeutung mehr hat. Ach du. Ah. Oh. Ja, ich gerne. Du bist mein Bruder. Auch wenn es nur eine Lüge ist, haben wir doch ein ganzes Leben zusammen verbracht. Versuchst du etwa eine emotionale Reaktion zu provozieren? Dir sollte doch klar sein, dass du damit rein gar nichts bei mir bewirkst. Er weiß schon, dass er mit seinem Raketenwerfer nicht weit kommen wird, da er einen Meter von mir entfernt steht und dann selber Schaden kriegt. Was genau sollte das heißen? Ich sei schon lange Teil des Elexitoren-Kollektivs. Wie du weißt, wird jedem von uns, der vom Vollkommenen zum Elexitor gewählt wird, ein Biokernchip eingesetzt, um seine Effektivität zu maximieren. Das geschieht, bevor noch die eigentliche Beförderung vollzogen wird, ohne das Wissen des Erwählten. Auf diesem Wege testet der Vollkommene die Würdigkeit des Betreffenden. Dir hat man schon viele Wochen, bevor man dir die Robe anbot, einen solchen Chip implantiert.
Unsinn. Ich habe immer noch meinen freien Willen. Ich hätte es gemerkt, wenn der Hybrid versucht hätte, mir Befehle zu erteilen. Glaub mir, der Vollkommene hat es mehr als einmal versucht. Doch bei deiner Exekution muss der Biokern des Chips abgestorben sein. Er hat nur noch bedingt Kontrolle über dein Handeln. Darum bist du zum unkalkulierbaren Risiko geworden. Niemand kontrolliert mich. Sag nicht, dir ist noch nie das Flimmern vor deinen Augen aufgefallen, wenn du seine Order empfängst. Okay. Jetzt, wo du es sagst. Es ist nicht viel, was er dir befehlen kann, und er dringt auch nur selten zu dir durch. Aber immer noch genug, dass du die freien Menschen nicht vor ihrer Bestimmung, die der Vollkommene ihnen zuteilt, abhalten wirst. Wie lautet der Code für das letzte Shot des Hybriden? Du bist kein Alexator. Es steht dir nicht zu, ihn zu kennen. Darum werde ich ihn dir auch nicht verraten. Dann probieren wir es mal so. Man sagt, der Code sei der Name des Vollkommenen. Zugegeben, es ist nur ein Gerücht, das sich hartnäckig am Hofe des Eispalastes hält. Doch wenn das wahr ist, dann frage ich mich, wofür braucht ein so perfektes Wesen wie der Hybrid einen Namen? Namen sind nicht mehr als Identifikationscodes. Aber warum hält der Hybrid an diesem einen Namen so fest, dass er damit sein letztes Shot versiegelt? Irrelevante Frage. Tatsächlich? Es ist die größte Sicherheitslücke im ganzen Eispalast. Und du weißt das. Jeden, der unrechtmäßig an diesen Code gekommen ist in der Vergangenheit, haben wir exekutiert, weil er es so wollte. Alles, was ich jemals von diesen Delinquenten erfahren habe, ist, dass der Name mit dem Kürzel DACD zu tun hat. Dann weißt du schon zu viel. Warum ändert der Hybrid diesen Code dann nicht einfach? Irrelevant. Komm schon. Hast du dich nie gefragt, warum er den alten Code immer noch beibehält? Es gibt aus meiner Sicht nur zwei Gründe dafür. Er behält diesen Code aus sentimentalen Gründen, was für den Hybriden höchst unwahrscheinlich zu sein scheint. Oder er kann ihn nicht ändern, ohne dass er sein System rebooten muss und er dabei irreparablen Schaden nimmt. Das ist nur wieder ein Ergebnis deines Gefühlschaos. Nein. Das war der Grund, warum ich mich damals nicht bedingungslos in die Hände des Hybriden geben wollte. Darum entsagte ich ihm die Gefolgschaft als Alexator. Du kannst damit aufhören. Von mir wirst du nichts erfahren. Im Gegensatz zu dir habe ich den letzten Schritt getan. Und es war die einzig richtige Entscheidung. Nichts von all dem hat wirklich Relevanz. Es ist Zeitverschwendung, dir noch weiter zuzuhören. Ich werde das hier jetzt beenden. Du hast deine Chance gehabt, doch du hast sie verstreichen lassen. You talk too much. And the boy, you never shut up. You talk too much. Du gehörst mir. So, ich schieße mir selbst ins Gesicht, habe ich verdient. Oh, er schießt zurück. Komm schon, Ray, komm schon. Häng ihn in die Ecke. Keine Munition mehr. Oh. So wie ich vermutet hatte. DACD ist also ein Teil des Codes zum letzten Shot des Hybriden. Kallax hat es mir bestätigt. Wenn auch unabsichtlich. Ich sollte Harley davon berichten. Mit diesem Anhaltspunkt ist es diesem Technikgenie vielleicht möglich, den Code zu knacken. Irgendwas ist faul am Eispalast. Und ich werde herausfinden, was es ist. Dr. Adam Jars Dawkins. Wir kennen ihn.
Okay, dann habe ich dann noch Dako. Also muss ich eh zu ihm. Und dann zum, zum anderen Typen. Ich guck dir der Gefährten was. Hey. Wo ist Kaya? Hier. Mitkommen. Du wirst als nächstes gebraucht. Mitkommen. Alles klar. Ah, ich bin wieder in der Luft hängen geblieben. Das gibt's ja nicht. Ich bin meinem Bruder begegnet. Ach, tatsächlich? Dann hast du ihn besiegt, ja? Mann, Mann. Dann kann ich ja froh sein, dass du überhaupt noch in einem Stück hier vor mir stehst. Ich hörte, die Elixitoren seien richtig harte Hunde. Nee. Mein Bruder wird uns wohl nicht mehr an unserem Vorhaben hindern. Doch bin ich immer noch nicht da, wo ich eigentlich sein will. Wo ist das Problem? Der Hybrid ist das Problem. Ich habe fast mein ganzes Leben für ihn gekämpft. Heute bin ich hier draußen. Ein Ausgestoßener der Alps. Ich habe sehr viele Fragen, die mir nur der Hybrid beantworten kann. Hm. Dann wirst du zu ihm gehen, wenn du im Eispalast bist? Es ist unmöglich, zu ihm zu gelangen, wenn er nicht freiwillig sein letztes Schott öffnet. Es sei denn, man kennt den Code für das Schott. Hm. Und du kennst ihn nicht, obwohl du mal ein hohes Tier bei den Alps warst? Alles, was ich weiß, ist, dass der Code ein Name sein soll, der mit dem Kürzel DACD zu tun hat. Hm. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Lass mich mal überlegen. Jetzt weiß ich es. Draußen im Südwesten von Edan gibt es einen alten Firmenkomplex. Du meinst diese alte Ruine am Fuß des Berges? Da habe ich das erste Ersatzteil für den Gleiter gefunden. Vielleicht ist es nur Unsinn, aber ich bin mir fast sicher, diese Initialen DACD dort schon einmal gesehen zu haben. Möglicherweise findest du da draußen die Antwort. Hm. Ein kurzer Überblick, wie sich die... Hier könnte man sich fast schon niederlassen. Ach, ich will mir das nicht nochmal anhören. Okay, anscheinend muss ich da nochmal raus. Gehen wir rüber. Nehmen wir Kaya mit. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Ein beeindruckender Zeuge der alten Welt. Das Gebäude scheint einst eine wichtige Funktion besessen zu haben. Ich frage mich, was sie gewesen sein könnte. Hier ist wieder alles am Leben. Hier ist wieder alles am Leben. Natürlich. Ein Topf. Brause. Ach, die Gefährten werden schon den Rest erledigen, oder? Muss nur den Weg hineinfinden. Hm. Ist zu dunkel. Nicht gut. Gar nicht gut. Ich kann mal ein bisschen Viecher vernichten, wenn ich sie finde. Ah, hier ist der Lift. Okay. Dann brauchen wir doch nur eine Magnesiumfackel. Magnesiumfackel, nein. Einfach nehmen. Einfach nehmen. Nein. Ach, verdammt, you. Runter. Hey, Dude. Naja, Leute werden das schon erledigen, oder? Hier ist es. Es ist mir vorher nicht aufgefallen. Dieser Komplex ist dazu bebaut worden, um etwas vor der Außenwelt zu verbergen. Infinite Skies. Ein geheimes Forschungszentrum der alten Welt. Noch viele Jahre nach der Katastrophe durch den Meteor muss hier etwas unten geschlafen haben. Verkrochen, verborgen in seiner selbstgebauten Vorrichtung, um sich vor dem Einschlag zu schützen. Eine Art Maschine. Eine Rettungskapsel. Anfangs noch zerbrechlich und schwach. Doch es wurde stärker durch diese fremde Substanz, die es plötzlich durchströmte. Es gab dem Wesen Sicherheit, Stärke. Es nahm ihm sämtliche Ängste. Es mutierte, wurde zu etwas Höherem. Ein Halbgott unter den Mutanten. Je mehr es von diesem Elixier des Lebens einnahm, umso mehr wuchs in ihm der Drang, die Welt zu verändern.
So verließ es sein Versteck und ging in den Norden. Magisch angezogen von dem Elixier, das ich dort mehrte. Dort ist es auch heute noch. Sein Hunger nach dem Elixier ist immer noch ungebrochen. Was war es, bevor es zum Überwesen wurde? Eine Pflanze? Ein Tier? Ein Mensch? Unsterblich, unerreichbar, übermächtig. Die Krone der Evolution. Er muss schon lange gewusst haben, was der Menschheit droht. Er kennt die Zukunft. Noch bis heute ist die Rettungskapsel und das alte Programm aktiv und ist unzertrennlich mit ihm verbunden. Gesichert mit einem Passwort des Namens, den seine menschliche Form einst trug. Dr. Adam Charles Dawkins. Jetzt kenne ich den Code zum letzten Shot des Hybriden. Ich sollte mir nicht mehr allzu viel Zeit lassen, um in den Eispalast zu kommen. Ah, hier ist die Leiche. Sag mir, dass ich einfach raus teleportieren kann. Bitte. Schlechter Zeitpunkt. Verdammt. Ist so verdammt dunkel auch noch. Tschüssi. Ah ja, regelst du schon, oder? Okay. Haben wir ab. Blume. Jetzt müssen wir Adi wahrscheinlich noch den Namen sagen. Und dann können wir das Ritual machen. Ich glaube, sobald ich das Ritual mache, ist Endgame. Schauen wir mal. Oder muss ich zuerst das Ritual machen und dann kann ich den Klartest starten? Punkte. Nein. Habe ich nicht. Ah. Okay. Ich kenne den Code zum letzten Shot des Hybriden. Oh, dann sei aber vorsichtig. Du weißt nicht, ob dich der Hybrid überhaupt empfangen wird. Ja, aber ich muss es darauf ankommen lassen. Der Hybrid hat mir einen Kontrollchip in meinen Kopf pflanzen lassen. Möglicherweise hätte der Hybrid mich schon lange in den Tod geschickt, wenn er noch richtig funktionieren würde. Möglicherweise aber auch nicht. Ich kenne die genauen Pläne des Hybriden nicht. Okay, wenn du es so sagst, würde ich wahrscheinlich auch versuchen, das Ganze aufzuklären. Vielleicht aber auch nicht. Ein kurzer Überblick, wie sich die Lage gerade darstellt. Thorals Elex-Experiment ist noch nicht vollzogen. Tja, hört sich so an, als gäbe es da noch einiges zu tun. Komm wieder, wenn das... Hoffentlich sind... Okay, Thorals Ark... Oder Ark-Experiment. Das ist anscheinend dann als nächstes dran. Wie weit sind wir schon drin? Machen wir das noch, bevor wir weitermachen? Machen wir das noch. Ne? Das machst du nicht ungestraft. Ich war gerade voll entspannt, Dude. Ah. Ja, der Mondhold. Okay. Gehen wir zu Thorald. Alles klar, Bro. Machen wir nochmal einen fetten Speicher hier. Dann. Das ganz Überraschendes. Oh. Und let's go. Ich bin Kallax begegnet.
Und? Hast du gefunden, was du suchtest? Mehr oder weniger. Sei froh, dass dieses Kapitel endlich abgeschlossen ist und du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst. Kaya hat sich bereit erklärt, dich bei deinem Experiment zu unterstützen. Das klingt gut. Wann kann ich damit rechnen? Das hängt von dir ab. In Ordnung. Wie steht es denn um deine mentale Verfassung? So etwas Großes habe ich noch nie versucht. Doch ich glaube daran, dass wir es schaffen können. Gut. Dann lass uns keine Zeit mehr verschwenden. Es ist alles bereit. Wir könnten sofort beginnen. Dann beginne jetzt mit dem Experiment. So sei es. Ach ja, und du hältst dich besser im Hintergrund. Es könnte gefährlich werden. Es ist vorbei. Ich bin gescheitert. Ich dachte, ich hätte alles bedacht und habe doch eine Sache übersehen. Der Einfluss von außen. Ich war einfach zu verblendet, um es zu sehen. Nun ist es zu spät. Ich brauche Wochen, um einen neuen Start zu versuchen. Zardom war zur richtigen Zeit am falschen Ort. Er störte unser magisches Gefüge, sodass wir die Balance verloren. Dieser Mistkerl. Kaya ist verschwunden. Ja, Zardom hat sie mitgenommen. Er wird versuchen, ihre Kräfte für seine eigene Sache zu nutzen. Ich habe gesehen, wozu Kaya fähig ist. Sie ist mächtiger, als ich gedacht habe. Eine Magierin mit solch großen Fähigkeiten würde Zardom bei seiner Sache helfen. Er hat nur auf den richtigen Moment gewartet, wo sie geschwächt ist, damit er sie in seine Gewalt bringen kann. Du hast recht. Darum hat er auch darauf bestanden, dass ich nach ihr suche und sie zu meiner Kampfgefährtin mache. Wohin könnte Zardom Kaya verschleppt haben? Er wird irgendwann nach Xarkor gehen, um sich den Platz des ersten Elexitors zu holen. Wenn du weißt, wo er sein Versteck hat, weißt du vermutlich auch, wo er Kaya versteckt hält. Was wäre, wenn Zardom gar nicht für das Scheitern deines Experiments verantwortlich ist? Ich habe sonst keine andere Erklärung dafür. Es sei denn... Das Elex selbst wehrt sich gegen die vollständige Umwandlung. Doch das halte ich für unwahrscheinlich. Warum? Das würde ja bedeuten, dass es denkt und eine Absicht verfolgt. Das hieße, dass es sein eigenes Schicksal selbst bestimmt. Ich weigere mich, das zu glauben nach allem, was ich über das Elex je gelernt habe. Es ist wahr. Kaya hat mit dem Elex gesprochen. Wie bitte? Was soll das denn heißen? Elex hat eine Art Bewusstsein und einen eigenen Willen. Kaya scheint ein Medium zu sein. Das Elex hat sich ihr offenbart. Wir wären gut beraten, wenn wir mehr darüber in Erfahrung bringen. Unsinn! Ich habe die Natur des Elex mehr als gründlich studiert. Was du da behauptest, ist unmöglich. Du bist lediglich Kayas weiblichen Reizen verfallen. Das ist alles. Doch ich gebe nichts auf das Gewäsch dieses Weibes. Du solltest das auch nicht. Und nun Schluss damit. Ich will kein Wort mehr darüber hören. Was wirst du nun tun? Was mir noch bleibt, sind meine Krieger und meine eigene Kampfkraft. Ich werde bis auf den letzten Tropfen Blut gegen den Hybriden und seine Brut kämpfen. Wir werden uns in Xarkor wiedersehen. Du selbst sagtest, wir kämpfen für dieselbe Sache. Und du wirst dich um den Hybriden kümmern, wenn es soweit ist.
Darum wirst du auf mich und meine Männer zählen können. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Möge unser Kampf siegreich sein, mein Freund. Oh. Okay, ich habe noch welche Punkte bekommen. Ich schaffe es nie bis zu dieser Waffe. 92 Constitution ist einfach viel zu high. Da. Und passt schon. Okay. Rettet Kaya. Der wird sie doch nicht in das Versteck hier gebracht haben, oder? Das wäre doch echt lächerlich. Mache ich das noch? Ich will das eigentlich gar nicht mehr machen, aber kann ich das noch machen. Ein bisschen brausen. Was kann ich da sonst noch reinhauen? Für eine Waffe. Doppelläufige hat genau noch 4 Schuss. Perfekt für Zadon. Hey, yo. Was machst du mit meiner Freundin, Bro? Zadon! Oh. Er hat sie nicht mal auf die Liege da oben hingelegt. Irgendwie habe ich schon geahnt, dass du hier bist. Oh, es ist schlimm. Ein furchtbarer Ort. Wo sind wir hier? In Zadoms Unterschlupf, im Grenzgebiet zwischen Abessa und Xarkor. Wo ist er? Wo ist Zadom? Ich weiß es nicht. Er war schon lange nicht mehr hier. Er hat dich offenbar auf seinem Weg zum Eispalast hier abgesetzt. Dieser Mistkerl. Er hat kein einziges Wort mit mir geredet. Er hat mich paralysiert und hier zurückgelassen. Warum hat er mich nicht einfach getötet? Ich schätze, er wollte sich deine Kraft zunutze machen. Du solltest ihm bei seinem Vorhaben helfen, ihm seinen Platz im Eispalast zurückzuholen. Tja, du warst ihm wohl zu stark. Er konnte dich nicht kontrollieren. Ha, das ist nun vorbei. Ich bin noch da. Und noch einmal werde ich mich nicht überrumpeln lassen. Danke, dass du nach mir gesucht hast. Lass uns jetzt weitermachen und diesen Mist hier vergessen, okay? Ich bin nie einem Mann wie dir begegnet, weißt du das? Ach ja? Ja. Bei dir hat man zwar immer irgendwelchen Ärger am Hals, aber am Ende kann man sich immer auf dich verlassen. Hm. Die Männer, die ich bisher kennengelernt habe, waren alles andere als zuverlässig. Aha. Die Kerle in Goliath kämpfen meistens gegen Regeln, die sie selbst aufgestellt haben. Kommt dazu, dass die Jungs, die ich interessant fand... Tja, ich war ihnen wohl zu kämpferisch. Ein Mädchen hat hinterm Herd zu stehen. Tja, das ist wohl sowas wie der männliche Beschützerinstinkt. Ist ja ganz süß, aber wenn es mal drauf ankam, dann... Ah, naja... Am Ende war es immer das Gleiche. Meine Schuld, dass er sich nicht wie ein richtiger Mann fühlt. So ein Unsinn. Dabei will ich doch nichts weiter als... Warum erzähle ich dir das eigentlich? Ich weiß nicht. Naja, ist ja auch egal. Mitkommen. Wenn du willst. Wie geht es dir? Alles gut. Danke der Nachfrage. Ach, was hat das, ich die Romanze gerade verarscht, verbockt habe. Ja. Jax ist nicht der romantische Typ. Okay, ich dachte, da war mehr zu retten oder zu fighten. Gruselig. Ja. Ja, was hat er mit dir gemacht, der Zadon? Anscheinend nicht geredet. Ich schätze, das... ist der vorletzte Part und der letzte Part kommt dann gleich. Der letzte Flug. Okay, ja, schaut so aus. Schaut so aus, okay. Ja, in der nächsten Folge ist das Finale. Spielstand speichern. Und dann sind wir fertig hier. Dann kommt nach dem Finale noch der Kampfroboter. Das Intro vom Spiel. In Englisch aber. Und die ganzen Mods werden wahrscheinlich als nächstes auch in Englisch kommen. Und dann werde ich langsam mal mit den Fallout Permadeath Let's Plays beginnen. Aber es wird noch Elex 2 Content kommen und alles, was ich über Mods noch finde und ausprobieren will bei Elex. Danke fürs Zuschauen.